Hallo zusammen, heute machen wir mal etwas anderes und zwar sticken wir. Am einfachsten ist das Erlernen des Stickens mit einer Stickpackung, weil da so ziemlich alles drin ist, was ihr braucht und meist anfängerfreundlich ist. Ich habe diesmal was aus dem Internet bestellt. Ich bin der Meinung, es kam von China, ich bin mir nicht sicher. Und zwar habe ich mit euch vor, den Ticker zu sticken. Und in so einer Packung ist meist oder sollte drin sein ein Stickstoff. Grundsätzlich kann man auf jedem Stoff sticken, aber dieser hier ist speziell durchlöchert und so ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil schon eine Art, ja, sagen wir mal, Karo-Muster drin ist und es einfacher ist, sich seinen Weg dann mit den ganzen Stichen zu finden. Und ihr habt ganz häufig bereits dieses Stickbild, also so wie es später aussehen soll, bereits auf dem Stickstoff vorgedruckt. In dem Fall ist es jetzt nicht so. Wir haben einen weißen Stoff und die Bilder dazu. Also man kann dann auswählen, was man gerne machen möchte. Und dann habt ihr natürlich euer Stickgarn. Hier wurde es ganz gut gemacht, dass jedem Garn praktisch eine Nummer vergeben wurde. Also seht ihr schon hier von T01 bis T12. Und hier unten sind die Nummern ebenfalls aufgezählt. Hier seht ihr es. Wenn wir uns jetzt dieses Bild hier betrachten, den Rahmen zum Beispiel, sehen wir hier, dass der blaue Rahmen hier einen Pfeil hat. Wenn man jetzt hier sich das Ganze rechts anschaut, sieht man, der Pfeil soll T7 darstellen, das hier. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Rahmen anfangen wollen zu sticken, dann suchen wir zum Beispiel nach T7 und dann sehen wir, ah, T7, das ist das Garn hier. Und dann kann man sich hier einen Strang rausnehmen, damit wir mit dem Sticken beginnen. Wenn man sich einen Strang rausnimmt, ist er meist schon fertig, also von der Länge auch sehr praktisch. Das ist so, ja, eine sehr angenehme Länge zum Sticken. Es sollte nicht zu lang sein, nicht zu kurz. Wenn ihr es zu kurz immer habt, müsst ihr sehr oft einen neuen Faden nehmen. Wenn das zu lang ist, kann es halt eben zu Knotenbildungen vorkommen. Bei dem Stickbild ist jetzt das Problem, der Stickstoff ist so, die Löcher bei dem Stickstoff sind so dünn gewählt, dass ich leider mit dem ganzen Garn hier nicht arbeiten kann. Normalerweise ist es so, dass wenn ihr das hier rausnehmt, dass ihr immer mit dem ganzen Garn hier, mit dem ganzen Strang arbeiten könnt. Und dadurch, dass die Löcher hier wirklich so dünn sind, ich kriege das Garn einfach nicht durch. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gespalten, dass ich nur einen Faden davon habe. Aber das macht nichts, das reicht trotzdem, um euch das zu zeigen. Wo ihr solche Stickbilder herbekommt, seht ihr unten in der Videobeschreibung, im Infotext und natürlich auch bei mir auf der Webseite. Ja, also. Ihr fädelt natürlich erstmal euer Garn durch. Wenn ihr so ein typisches Gobelin-Stickbild habt, dann nehmt ihr natürlich euren Strang und fädelt den da durch eure Sticknadel durch. Und dann müssen wir erstmal schauen, ob das Bild hier ganz gut hier drauf passt. Wenn man jetzt das hier unten auszählt von dem einen blauen Viereck bis zum letzten blauen Viereck kommen wir auf eine Zahl von 44. Das heißt, wir haben hier insgesamt 44 ja, Quadrate, sagen wir mal. Und dann schauen wir mal, wie viele wir hier haben. Und hier haben wir von der Ecke bis zu der Ecke 54. Das heißt, wir haben 10 mehr. Und wenn wir das Bild mittig haben wollen, müssen wir jetzt ein bisschen zählen. Also wir haben 10 mehr, das heißt, wir lassen rechts 5 frei und links 5 frei. Also sagen wir mal Kästchen, 5 Kästchen lassen wir frei. Und oben lasse ich einfach mal 3 frei, so nach dem Gefühl. Ich habe das jetzt nicht gezählt, weil das geht hier sowieso länger. Von daher macht das nichts. Und wir fangen, als Rechtshänder fangen wir oben rechts an, als Linkshänder oben links. Und wie gesagt, ich habe jetzt meine blaue Farbe. Und ich habe gesagt, ich gehe 5 Kästchen von rechts und 3 von oben runter. So, ich muss noch ein bisschen näher dran. Okay. Nee, das war ein Ticken zu nah. So, ist gut. Okay, also wir gehen
Drei von unten, also 1, 2, 3 von unten und 5 von rechts. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und da müssen wir praktisch durch. Aber das machen wir von unten. Na, jetzt schon das Richtige treffen. So. Die drei haben wir freigelassen und wir nehmen das vierte von unten, weil wir nach oben sticken werden. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und ab da geht's los und 1, 2, 3, bis da geht's. Okay, von unten haben wir eingestochen und ziehen den Faden durch, aber so, dass hinten noch genügend Garn übrig bleibt. So. Und dann gehen wir schräg, also diagonal, in die nächste Öffnung rein. So, und als erstes will ich das Ganze mal auf der Rückseite verknoten. Also einfach einen ganz normalen Knoten rein. Viele lassen es auch offen und vernähen es dann später. Ich mache gerne gleich am Anfang einen Knoten rein. Aber vernähen kann man es natürlich oder sollte man es natürlich sowieso im Nachhinein. So, und ich zeige euch mal ganz kurz meinen Lieblingsstich. Mein Lieblingsstich ist der Perlstich. Wenn wir jetzt von da nach da gestickt haben, gehe ich jetzt von unten wieder rein in die Arbeit. Nee, genau der. Da gehe ich hier nebenan wieder von unten rein und hole das Garn wieder hoch. Und gehe jetzt hier wieder durch. Und so mache ich das Ganze weiter. Das ist wirklich mein Lieblingsstich. Und wenn man dieses dicke Garn benutzt, also das hier, dann sieht das wirklich sehr, sehr schön aus, weil das Ganze so richtig schön fluffig wird. Und ich mag das einfach, weil es sehr, sehr einfach zu sticken ist. Da jedoch am bekanntesten der Kreuzstich ist, werde ich euch diesen auch zeigen. Ich werde nur ganz kurz diese drei zurücksticken und werde euch das gleich erklären, wie ich den Kreuzstich mache. Viele machen den Kreuzstich so, dass sie erst eine ganze Reihe im Perlstich arbeiten. Also praktisch von der Ecke bis zu der Ecke alles im Perlstich und dann das wieder zurückarbeiten, dass ein Kreuzstich entsteht. Das mag ich persönlich nicht. Ich erarbeite den viel lieber sofort, also dass ich dann nicht wieder zurück muss. Aber ich mag diese Wege mit hin und zurück nicht. Das macht bei mir immer so ein Gefühl von Unfertigsein. Okay, und den Kreuzstich mache ich so. Also ich gehe wieder von unten. Muss nur das richtige Loch finden. Genau. Ich gehe von unten durch den Stoff durch. Und gehe dann diagonal wieder in den Stoff rein. Also was wir schon gemacht haben mit dem Perlstich und gehe von unten komme ich hier wieder raus und überkreuze den Faden. So.
hier wieder in die andere Richtung diagonal einstechen. Und dann entsteht das Kreuz. Ich versuche mal, ob die Kamera das doch noch ein Ticken... Ne, die kriegt das leider nicht hin. Also ich kann es euch nicht näher zeigen. Ich hoffe, man sieht es. Und dann gehe ich wieder von unten... Nein. Genau, und da komme ich wieder raus. Und gehe wieder schräg hier rein. Komm unten wieder raus und nimm die andere Diagonale. Und das ist eigentlich alles, so was man zu diesem Stich wissen muss, also wie das Ganze funktioniert. Und wenn der Faden zu Ende ist, könnt ihr ihn gerne auf der Rückseite verknoten. Und dann die Enden vernähen und dann den nächsten Faden nehmen. Und ich mache das jetzt mal ein Weilchen weiter und zeige euch das einfach, wie ich das mit dem Fadenwechsel mache. Also ich werde zuerst den Rand komplett arbeiten. Ich werde zuerst den Rand hier arbeiten, in Blau. Und dann ja, werden wir sehen, wie ich voranschreite. Viele machen das so, dass sie Reihe für Reihe durchgehen. Also in der Richtung, dass sie das so schlangenlinienförmig machen. Es ist aber, finde ich, nicht immer vorteilhaft, weil man teilweise Fäden hängen lassen muss, wieder aufnehmen muss. Hier haben wir auch sehr viel weißen Bereich. Das heißt, wir würden jetzt gar nicht sticken, da wo weiß ist. Ja, und ich mache das, sagen wir mal so, es kommt darauf an, was es für ein Bild ist. Also wenn es ein Bild ist, was durchgängig gestickt wird, kann man das eigentlich so Reihe für Reihe machen. Und wenn ich große Farbareale mache, die ich mit einer Farbe abdecken kann, wie zum Beispiel mit dem Orangen oder bei dem Gelben, dann mache ich das teilweise auch so, dass ich erstmal die Farben abarbeite. Und dann später zu der nächsten gehe. Also das muss man schauen, was man am liebsten mag, was für einen am schönsten aussieht, am effektivsten ist. Ja, okay, bis gleich. Also die obere Reihe ist jetzt fertig und ich gehe jetzt dazu über, nach unten weiter zu sticken. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das dann weitermache. Also ich habe jetzt das Kreuz hier fertig gemacht und meine letzte Diagonale ging von da nach da. Und ich will jetzt hier unten wieder rauskommen. So. Und gehe dann schräg rüber nach da. Und komme dann links oben wieder raus für die Rechtshände. Ne? Und dann überkreuzt will ich hier einstechen. Und so geht es jetzt weiter. Falls sich jetzt jemand fragt, wie lange das jetzt so weitergehen soll, da muss man wieder Kästchen zählen, da muss man sich wieder das Bild hinzuziehen und dann die Anzahl der Kästchen zählen, bis wohin man sticken muss. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo ich ein neues Garn ansetze. Also hier hinten seht ihr, schon langsam zur Neige gegangen und ich habe das jetzt einfach hier fallen gelassen und ein neues Garn eingefädelt und ich gehe jetzt einfach ein bisschen näher dran und ich sticke jetzt weiter, als ob der Faden gar nicht zu Ende gewesen wäre. Muss ich noch mein Löchlein finden. Ja. So, und dann ziehe ich das Ganze durch und lasse das am Ende
Und noch. Genau, lang genug. Und dann gehe ich erstmal weiter hierher. Und mache den einen Stich fertig. So, und hier auf der Rückseite verknote ich es wieder. Und das Ganze kann man natürlich gerne hinterher vernähen. Ich verknote es auf jeden Fall gern, damit es ja nicht abhaut. Ja, und jetzt macht er dann einfach weiter und stickt, als ob nichts gewesen wäre. Der Rahmen ist jetzt fertig gestickt, so sieht das Ganze aus. Und ich habe jetzt auf der Rückseite, das war mein letzter Faden, den habe ich jetzt einfach abgeschnitten, die Nadel rausgenommen. Und ich wollte euch ja noch zeigen, wie man die Enden vernäht. Und da habe ich jetzt von den Enden hier in der Mitte, die ich zusammengeknotet habe, habe ich jetzt ein Fadenende genommen und hier bereits die Nadel durchgezogen. Und hier ist jetzt schon bereits ein Knoten drin, also wir müssen jetzt nicht noch einen Knoten reinmachen. Ich habe das ja immer bei einem neuen Faden gemacht. Und wir gehen jetzt, ich gehe mal noch ein bisschen näher hin. Okay, wir gehen jetzt mit der Nadel direkt neben dem Knoten, gehen wir durch, also das ist jetzt hier die Rückseite, gehen wir durch die Fäden oder auch unter die Fäden, wie ihr wollt. Und ein paar reichen da vollkommen aus. Wie gesagt, weil wir ja schon einen Knoten haben. Dann gehen wir hier durch, ziehen das Ganze raus und das war es eigentlich auch schon. Jetzt kann die Nadel raus und wir können es abschneiden. Und das war's. Und jetzt können wir mit der nächsten Farbe beginnen. Wir gehen jetzt weiter zu der Farbe Orange über. Und ich werde in dieser Ecke anfangen und wenn wir uns das angucken, welche Farbe das sein soll, wird sie mit einem K gekennzeichnet. Und schauen wir uns hier unten nochmal die Legende an. Da sieht man, ein K soll die Farbe T5 sein. Diese habe ich bereits vorbereitet. Das ist die hier. Und wenn wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen, dann sieht man, dass hier einmal ein großes K gewählt wird und einmal ein etwas kleiner gedrucktes. Ihr seht, hier sind die ganzen Ks groß gedruckt und die am Rand sind klein. Wenn ihr jetzt diesen Kreuzstich benutzt, könnt ihr euch natürlich entscheiden, bei den kleinen Ks, ob ihr da einen Kreuzstich in dieses Kästchen reinsetzen wollt oder nicht. Also seht ihr dann schon im Verlauf, ob euch das gefällt oder nicht. Oder wir können es ein bisschen abwandeln und nur einen halben Kreuzstich machen. Also ich zeige euch das jetzt mal kurz an dieser Ecke. Wir machen hier zwei volle Ks und hier dann ein kleines. Dann zeige ich jetzt mal, wie man die Schräge mit einarbeiten kann. Und ich fange hier in der Ecke erstmal an. So. Dann verknote ich erstmal diese Fäden. Ach nee, wartet, ich muss zuerst
den Stich fertig machen, sonst zieht es nicht stark genug. Okay. Können wir das jetzt hier verknoten? Okay. Und normalerweise geht man beim Sticken auch so vor, dass man nicht erst von vorne nach hinten durchgeht, dann den Faden rauszieht und von unten nach oben sucht. Normalerweise geht man dann gleich in der Situation. Ich guck mal, ob ich ein bisschen näher noch ran kann. Normalerweise geht man dann in dieser Situation gleich bei der nächsten Öffnung wieder raus. Aber das ist bei diesem Stoff einfach sehr schwer. Von daher mache ich das einzeln. Also normalerweise geht man dann hier rein. Und dann zum Beispiel hier dann gleich wieder raus. Jetzt mache ich noch das zweite Kreuz. So, und jetzt gucken wir uns noch den Verlauf an. Und jetzt sehen wir, die Schräge geht jetzt so entlang. Und diese Diagonale werden wir jetzt auch sticken. Und dann die Diagonale nach da. Und dann würde ich den Stich so belassen, weil wir hier eben auch diese Schräge haben. Und würden wir jetzt den Stich nochmal in der anderen Diagonale machen, würde das nochmal ein Eckchen rauskommen. Und so würde ich zum Beispiel das so lassen. Ja, wie man die Enden jetzt noch vernäht, wisst ihr inzwischen auch. Wie man die Farbe jetzt wechselt, wisst ihr. Und ja, es müsste jetzt eigentlich klappen, so ein Bild zu sticken. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bei mir. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.